Take 3, hallo Freunde des gepflegten Videospiels. Hier ist wieder euer Regelheit, das Ende mit der Zukunft zu Let's Play Pokémon Flora Sky. Ihr seht den Team Aquatypen im Hintergrund, ich kann zaubern. Abracadabra. Oh, da ist ja gar kein Team Aquatyp mehr. Oh. Wir spielen weiter Pokémon Flora Sky. Mir sind mehrere Sachen aufgefallen, da ich ja mehrmals neu starten musste, da mir mehrmals irgendwelche Leute mitten am Anfang reingequatscht haben. Aus irgendeinem Grund ist mein Geld verbuggt. Ich habe unbegrenzt viel Geld. Ich weiß nicht wieso, beim letzten Part war es noch nicht so, jetzt habe ich unbegrenzt viel Geld. Das ist nicht schön, denn jetzt weiß ich nicht, wie viel ich ausgeben kann und wie viel nicht, das finde ich sehr traurig. Also werde ich euch in Zukunft auf meine Einkaufstouren mitnehmen müssen, damit ihr nicht sagen könnt, du bist voll unfair, du kaufst hier viel zu viele Sachen. Ich dachte dann so weit, vertraut ihr mir, aber ich werde auch nur noch das Allernötigste kaufen. Es war trotzdem ziemlich nervtötend, ich meine, das war scheiße. Jetzt kann ich ja tatsächlich nie sagen, wie viel ich ausgeben kann und wie viel nicht, weil ansonsten gebe ich wirklich total viel Geld aus. Ach, ist das nervtötend. Ich weiß auch nicht, was da los ist, also neu starten kann ich auch nicht, ich meine, jetzt bin ich schon so weit. Ach, bis ich das alles wieder aufgeholt habe, das wäre irgendwie schade. Mal gucken, ich kann euch das mal zeigen, das ist ziemlich seltsam, es ist tatsächlich irgendwie ganz viel Geld. Ich habe das schon ausprobiert, indem ich einfach mal so viel lieber gekauft habe wie möglich. Ich verkaufe jetzt mal einfach testweise einen X-Attack, den ich habe. Und ihr seht, Fragezeichen 96.000. Moment mal. Jetzt habe ich das... Oh, ich glaube, jetzt hat es wieder debuggt. Jetzt habe ich maximales Geld. Das heißt, ich habe keine... Ich würde sagen, ich weiß nicht, wie viel ich vorher hatte. Also werde ich mir jetzt selber was zusammenstellen, indem ich jetzt einfach mal ganz viele Revives kaufe. Jetzt geht's Geld auch wieder runter. Komm, jetzt kaufen wir einfach mal alles voll mit Revives, verticken die dann wieder. Oh, ich dachte schon, ich hätte meinen Spielstand auf ewig verbuggt. Das wäre echt mies gewesen. Gut, dass ich erst was erkauft habe, weil die Idee bin ich noch nicht gekommen. So, wir kaufen jetzt mal so viele von den Dingen, wie wir können. Kaufen. Ist mehr pleite. Und verkaufen den ganzen Stuss wieder. Denn wir brauchen nie im Leben so viele Wiederbeleber. Also die beste Methode, um ein bisschen Geld loszuwerden und nur noch die Hälfte zurückzukriegen. Ich wollte mich diese Folge nennen, Bug-Ausmerzung. So, jetzt haben wir schon die Hälfte von unserem Geld futsch. Dafür können wir jetzt eigentlich wieder Beleber kaufen. Das würde mich mal interessieren, wenn ich 10 Pokébälle kaufe, ob ich da auch einen Premierball für bekomme. Ja, Premierball. Premierball. So, wir kaufen nochmal 99 Beleber. Nochmal 99 Beleber. Und nochmal so viele Beleber wie möglich. Und verkaufen sie natürlich wieder. Ja, Kinder, so kann man auch Geld rausticken. Eigentlich wollte ich in die Safari-Zone gehen, aber... Okay. Überziehen wir halt den Part ein bisschen, machen ein bisschen Überlänge. Damit ich auch überhaupt irgendwas habe, was ich vorzeigen kann. So, das soll die letzte Staffel Belieber sein. Oder die vorletzte. Ich denke, ich werde mir ein kleines Polster von, sagen wir mal, 70.000 lassen. Oder, weiß nicht, ich will nicht übertreiben. Ach, wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ihr werdet mich gleich auslachen. Rein theoretisch hätte ich auch einfach die ganzen Belieber kaufen und dann wegschmeißen können. Das ist mir leider erst nachhinein aufgefallen. Ja, die ganzen guten Ideen kommen leider erst zum Schluss. So, dann verkaufe ich nochmal 10 Stück. 8 Stück. Nochmal 2. Nochmal einen. So, 70.000, die lasse ich mir, den Rest, was ich jetzt noch übrig hatte, schmeiße ich mir weg. So, schmeißen wir erstmal so viel weg. Jetzt haben wir noch 18 Stück, so viel hatte ich aber nicht. Wir wollen ja fair und ehrlich bleiben. So, jetzt stimmt's in etwa. Ich würde sagen, damit kann man leben. Oder das Geld habe ich jetzt wieder zurückbekommen, das behalte ich jetzt. Und jetzt gehen wir endlich in die Safari-Zone. Mein Gott. Grüllen das hier total rum. Warum ist da eigentlich hohes Gras hinter dem Ding? Ich meine, da kann man ja gar nicht rein. Oder kann man da rein? Wäre interessant.
Kann man da rein? Kann man da rein? Nein, kann man nicht. Das ist nur vor einer Safari-Zone. Gut, irgendjemand hier in der Safari-Zone bringt uns Stärke bei. Und in dieser Safari-Zone kann man auch Eoli fangen. Ja, da kann man Eoli fangen. Ich kann euch das sogar mal hier zeigen. Da werden einige von euch denken, what the fuck? Das ist, hier. Veneo. Ich wollte es eigentlich einem Siana namens Veneo haben. Das kann ich jetzt leider nicht, weil es sich nicht entwickeln kann. Es gibt hier zwar Tag- und Nachtzyklusse, aber nicht nur vom Aussehen her. Es gibt keine regulären Tages- und Nachtzyklen in diesem Spiel. Die kann man auch nicht einbauen. Von daher wird es sich niemals weiterentwickeln. Ich werde niemals ein Psyana bekommen. Und das wäre vergebene Liebesmühe, weiter zu trainieren. Von daher, oh Gott, wie süß ein Yorkliff! Werden wir versuchen, einen Typ mit Stärke zu finden. Außerdem können wir hier vielleicht das ein oder andere gute Pokémon finden. Mein Hauptaugenmerk würde auf einem Tropius liegen, falls man hier welche fangen kann. Da komme ich jetzt später rein, das Areal. Das heißt, da finde ich noch seltenere Pokémon. Ich habe kein Kunstrad, das muss ich erst woanders kaufen. Das ist ein Resthaus. Irgendjemand einen Tipp oder so? Du vielleicht? Ah, wenn ich den dritten Ohren habe, dann gibt er mir was. Okay, gut, merken wir uns den Typen. Möglicherweise kriegen wir durch den Stärke. Okay. Schauen wir mal weiter. Hier scheint es Wasser zu geben, aber ich habe keine Angel. Oder habe ich eine Angel? Back. Key-Items. Oh, wir haben die alte Angel. Komm, die... Hö, aber da ist doch Wasser. Willst du mich verarschen? Okay, gut. Daddy, wir angeln nicht, so wie du es willst. Wir suchen hier nach Pokémon. Natu. Das wäre auch ein Psycho-Pokémon. Ich finde, Natu hat nicht so tollen, nicht so die tollen Stats. Von daher will ich mal weiter gucken. Was mich am meisten bei dem Evoli aufregt, ist, hat ein mäßiges Wesen. Und Psyana hat beim Level-Up einen SP-Bonus von 2. Das heißt, mäßig ist ideal, weil es den Spezialangriffswert erhöht zugunsten des normalen Angriffswerts. Das heißt, ich hätte so ein übermächtiges Psyana auf Doom bekommen. Und das Radruckelt weiß ich auch nicht. Leider kann er sich nicht entwickeln. Ich auch überlegen, ob ich gucke, dass ich vielleicht einen Cheat finde, damit ich mir ein Psyana fangen kann als Ausgleich, weil sich das Evoli nicht entwickelt. Aber das wäre gemogelt gewesen, da es in diesem Spiel regulär keine Psyanas zum Fangen gibt. Und das wollte ich dann nicht. Das finde ich nämlich irgendwie doof. Blitzer, Aquano und Flamara lohnt sich auch nicht, da ich von jeder Klasse bereits eins dieser Pokémon habe. Haben wir Pichu? Oh! Na komm, wir versuchen es zu fangen. Scheiß drauf. Irgendwas zu mitnehmen. 1, 2, 3. Erwischt. Das ist schön. Oh, ich hab grad noch was anderes. Erstens, dass ich kein Internet habe. What the fuck? Ah, Musik war ziemlich leise. Ich werde es am besten dann in der Infobox am Anfang setzen, dass sich die Musik erst ab circa 8 Minuten auf laut stellt. Na, gehen wir mal da entlang. Ich glaube, hier war die Schrittzahl auch begrenzt. Ich bin nicht sicher, ob ich jetzt überhaupt schon den richtigen Typ gefunden habe. Ich werde auch mal weiter gucken, ob ich hier noch irgendwas anderes Seltenes finde. Je tiefer ich ein... Ich sage jetzt nicht das Wort vorwärts komme. Da brauchen wir das Eirad. Mich doch sitzen, du von mir. Mach Bike, Register. Here we go. So, gucken, ob wir in diesem Bereich neue Pokémon finden. Ja, da haben wir Evoli. Tauchen hauptsächlich in der männlichen Variante auf. Weiblich mit einer 12,5% Chance. Weil ich das weiß, ich habe mich gestern auf Visa-Fan schlau gemacht, weil ich ja unbedingt eins haben wollte. Aber keins bekommen habe. Beziehungsweise kein Psyana. Was mich dann ein bisschen genervt hat. Nachtara, wer jetzt ganz schlau von euch ist, sollte auch wissen, dass man auch kein Nachtara bekommen kann. Es gibt über diesen Nachtteil aber keinen Nachtzyklus, von daher auch kein Nachtara. Was? Die Zeit schon um? Leck mich. Boy, dann halt nicht. Gut, gib in die Arena. Die wollen mich hier nicht, die sind alle böse. Ich werde später nochmal zurückkehren und gucken, ob ich hier noch irgendwas anderes Brauchbares finde. Evoli wäre brauchbar, aber es hat nicht sollen sein. So, die Arena sieht einfach mal total episch aus, wie die aus Pokémon
Smaragd, wieso habe ich das Speech dabei? Ich will das gar nicht. Geh weg. Keiner will dich. Und die verprügel ich jetzt mal gnadenlos. Oh, mein Internet ist wieder. Ich weiß, woran es lag. Ich habe während des Offscreen-Trainings lange die Speed-Taste gedrückt gehalten. Frag nicht warum, aber es braucht offenbar dann so viel Leistung, dass mein kompletter Computer sagt, nee. Nee, das save dich ein. Jetzt geht's zuerst vor und dann verlierst du die Verbindung zum Internet. Grausam, aber wahr. So, okay, Thunder Punch haben wir. Ist natürlich doof gegen die Viecher, weil wir Statik abkriegen können. Wir werden erstmal das hier Fritzeblitz Center hoppen. Ich habe schon wieder vergessen, die Animation anzuschalten. Wie doof bin ich eigentlich? Meine Fresse. Danach schalte ich sie definitiv an. Tut mir echt leid, dass ich das vergessen habe. Ich hatte das in den vorigen Versuchen, da war ich schon bei 5 Minuten, habe ich schon gesagt, ich muss die Animation wieder einschalten, aber jetzt habe ich es endgültig vergessen, weil ich zu oft abgelenkt wurde. Müde, ey. Nervtötend. Ja, ja, Tackle funktioniert nicht. Sandgrab trifft. Obwohl das nur so eine geringe Stärke hat, macht es wirklich bei Aiko ziemlich viel Schaden, wenn es damit angreift. Jetzt können wir den anderen komplett platt machen. Center. Da würde eine Großlinse, glaube ich, gut tun. Und die Milkman so wie Brave wäre auch nicht schlecht. Was hast du noch? An Vati. Ich habe schon den Arm voraus. Haha, Smiley Face. Ja, Statik, scheiß drauf. Schockwelle, scheiß drauf. Alle können sie angreifen, aber nicht Aiko. Also keiner kann Aiko angreifen. Wegen dem Dingens-Element-Vorteil. Vivian und Kirk sind erledigt. So, da stehen noch 3 Trainer rum. Das wollte ich eigentlich nicht drücken. Tauschen wir mal aus. Schade, den Arena-Leiter gibt es erst im nächsten Part. Kann man nichts machen. Ich bin zu beschäftigt damit, kleine Trainer zu verprügeln. Was setzt du mir denn entgegen? Oh, Lumpy, das ist schon ein cooles Pokémon. Auch wenn es nicht so die Megastats hat, die Attacken, die es lernt, sind echt praktisch. Es kann, ja, nämlich Wasser- und Elektroattacken und kann entweder H2O oder Voltabsorber haben. Was, wie ihr wisst, bewirkt bei Voltabsorber, dass Elektroattacken in 1/4 der KP umgewandelt werden. Und bei H2O-Absorber Wasserattacken. Chimama, das ist ein Elezeba. Auch kein großartiges Problem, wenn Sandtorm einmal trifft, ist das wie ich am Boden. Vorausgesetzt, wenn. Natürlich treffe ich nicht, weil er seine Ausweichrate erhöht. Jetzt schrecke ich zurück. Was habe ich gesagt? Ich schrecke zurück und Aiko ist dem Tode geweiht, also tausche ich auf Aoi aus. Aiko braucht jetzt erstmal viel Erfahrung, damit es sich überhaupt zu Vibrava entwickelt und etwas mehr an Geschwindigkeit gewinnt. Ansonsten wird mir das Viech nur Probleme bereiten. Könnte mir jemand verraten, ob ich auf Aoi gewechselt habe? Das hier ist kein Gestein-Pokémon. Alter, ich werde hier mit Statuseffekten zugeballert. Ja, daneben. Komm, wahrscheinlich verliere ich gegen das Viech, weil ich es nicht treffen kann. Jo, komm, das macht mich fertig. Ja. Oh, treff mal. Rein theoretisch könnte ich es besiegt haben. Rein theoretisch. Rein theoretisch auch. Schön. Und dort den nächsten Trainerkampf nicht noch mit rein. Seien es mal 3-4 Minuten drüber gezogen. Ist jetzt nicht weiter schlimm. Aber die beiden Clowns hier will ich noch verprügeln. Und wenn die beiden weg sind, dann kümmere ich mich... Ja, wie er noch sagt, er hat sie unter Walter trainiert. Dann werde ich mich um den Dynamo-Orden kümmern. In der Hoffnung, dass ich bekomme, hinter was ich her bin. So, Sandtomp auf Elekid. Du gibst ihm beim Supertrank. Und Energy Powder ist mir relativ gleichgültig. So, zack. Ich vermute nämlich sehr stark, dass die ja mit Ultraschall und Rückzug-Hieb zu Rate ziehen, welche keine Elektroattacken sind und somit Schaden anrichten können.
Aber Etikett war One Head Down, das ist null Problem für Aiko. Ich muss mal sagen, Aiko. Wenn ich Aiko sage, denke ich an das Spiel von Sui. Ja, ich gucke Sui Shumaru, was dagegen? Au, finde ich nicht in Ordnung. Ey, ihr hört mal auf, ihm weh zu tun. Ich habe euch doch gar nichts getan. Ich tue euch doch nur in den Trauerzug der Wüste einschließen. So, das Volteball wird auch kein großartiges Problem mehr sein, jetzt wo seine Teamkollegen futsch sind. Komm doch, traust du dich? Ein Biss. Sieht irgendwie albern aus, dass Aiko vor Tsuyo drankommt. Auch nur wegen der Paralyse. Level 31. Hat immer nur 16 Geschwindigkeit. Das ist so langsam, das Viech. Also ohne meine, ohne die Flinkklau wäre das wirklich sehr langsam. Aber seine Hypercutter-Fähigkeit ist echt praktisch. Schützt zwar nur sich selbst vor diesem Angriffskraftverlust, aber es ist nützlich. Da man auch Sachen wie Sand, nein, nicht Sandwirbel, wie Heuler und andere Attacken ablockt. Ich weiß nicht, ob es später immer noch Scherenmacht haben wird. Ich glaube, später bekommt es eine andere Ability. Als die Weldra müsste es Schwebe bekommen. Und als Vibrava, glaube ich, auch Schwebe. So, wir sind hier fertig für den Moment. Ich werde den Arena-Leiter aber trotzdem noch herausfordern. So viel wird gemacht sein im nächsten Part. Komm, scheiß drauf im nächsten Part. Wir machen jetzt erstmal hier. Und seien 22 Minuten heute jetzt mal extra länger, nachdem ich hier in der Safari-Zone rumgegangen bin. Ich nenne diesen Part Bug-Ausmerzung und Überlänge. So, ganz einfach. Und jetzt wird Zeit für ein bisschen Spaß. Auf in die Arena. Den können wir ausweichen und können direkt nicht darauf gehen. Jetzt können wir raufgehen. So. Grüß Gott, Walter! Mein Gott, Walter! So, ich denke mal, wenn er nur Elektro-Pokémon einsetzt, sollten wir mit Knacklion, mit Aiko gut beraten sein. Okay, das sind wieder die gleichen Sprüche aus dem Originalspiel. Ja, also er hat offenbar nur hauptsächlich die Story geändert und so. Und dann ist eigentlich hier grundsätzlich treu geblieben. Aber setzt andere Pokémon ein, das finde ich auch interessant. Au, es kann Kampfattacken. Warum kann das Kampfattacken? Unfair. Da lohnt sich mal die hohe Angriffskraft von Iko. Hier mit Centaur machen wir echt enormen Schaden. Okay, Lantern gefällt mir jetzt weniger. Das ist ein Konter zu meinem Pokémon. Superstrahl gefällt mir noch weniger. Ich schätze, wir werden gleich auswechseln. Unser kleines Kanonenfütterchen Zigzags in den Ring schmeißen. Ja, werden wir. Hohe Angriffskraft hat auch ihren Preis, Leute. Ich glaube, wir setzen jetzt erstmal Pichu ein. Los, Pichu! Tu, was du kannst. Spiel das Opferlamm. Ist zwar nicht viel, aber... Kannst du... Oh, du kannst Donnerwelle. Ja, nur leider komme ich nicht dazu. Schade. Wenn ich zu Donnerwelle komme, kann ich nämlich auch, Ding einsetzen. Kann ich auch Raiko vorschmeißen, weil dann ist es schneller als Lantern. So, als wenn wir erstmal eine Donnerwelle einsetzen. Alter, wie schnell ist das Ding? Das ist schneller als meins. Gut, ich habe auch ein Wesen, das meine Initiative senkt zugunsten meines Spezialverteidigung. Das ist für Tsuyo vielleicht nicht so das günstigste. So, Thunderpunch. Es hat Voltabsorber. Okay, Wasserattacken wirken. Und ich bin auch paralysiert. Herrlich. Aber er klatscht ihm erstmal ein paar Tackle-Attacken ins Gesicht. Ein spannender Kampf. Beide Kontrahenten sind paralysiert. Ach komm, Tsuyo, greif es doch mal an. Ich will es doch danach one-hitten. Dankeschön. Okay, der Tackle macht so gut wie überhaupt nichts. Eigentlich gut, dass die Genauigkeit von bei der Paralyse gesenkt wird, die Geschwindigkeit, weil so habe ich eher die Chance, mal dem Superschall zu entkommen. Statt das mit Tackle zuzuschlagen. So, reicht das? Ich glaube fast, ich tendiere dazu... Was? Der heilt sich jetzt schon? Wie viel Leben muss das Viech denn haben, dass der jetzt schon eine Potion einsetzt? Okay, wo ist noch ein Tackle? Okay, das sollte lang. Das bin ich eh verwirrt. Jetzt tausche ich bestenfalls aus. Auch wenn ich die grobe Vermutung habe, dass Aiko jetzt drauf geht, ich tausche mal lieber auf Zigzags. Wenn Zigzags drauf geht, ist es mir relativ egal. Das ist eh nur mein Item-Opfer. Ja, ich wäre tot gewesen.
Ist das überhaupt ein richtiger Satz? Kann mich jemand verbessern, falls das irgendwie keine deutsche Grammatik hat? So, Knacklion macht jetzt Sandgrab und pustet es vom Feld. Was? Wie viel Leben hast du? Oh shit, ich bin tot. Au. Jo, das war absehbar. Wenn jetzt ein Supertrank hat, wäre das ärgerlich. Ich setz mal auf. Boah. Das habe ich jetzt wahrscheinlich voll ins Mikrofon genießt. Tut mir leid, Leute, ich wollte euch nicht erschrecken, aber mich hat gerade voll die Sonne gekribbelt, die mein Zimmer reingeschienen hat. Nein, es hat eine Zitrobeere. War irgendwo klar, die meisten Viecher auf der Stufe tragen eine Zitrobeere. Ich werde aber trotzdem meinen... Knacklion wiederbeleben. Das soll Erfahrungspunkte kriegen, die hat das nämlich auch nötig. Okay, der hat keine Sachen mehr übrig wie Supertränke. Das heißt, ich kann jetzt gnadenlos draufhauen. Ich sagte, ich kann gnadenlos draufhauen und nicht gnadenlos verwirrt und paralysiert werden, du Spack. Der Part wird definitiv Überlänge kriegen. Ich freue mich schon auf den Rendervorgang. Och komm, ich mach doch kaum Schaden an dem Viech. Wenn die Verwirrung nicht wäre, dann wäre dieser Kampf sogar ganz angenehm. Babbelbeam! Das Seifenblasen-MG. Und noch ein. Okay, dieses Pokémon ist ausgeglichen. Okay, wir sind nicht mehr verwirrt. Das heißt, wir können es jetzt locker mit dem Landton hier aufnehmen und uns an das dritte Pokémon machen. Das bringt 666 Erfahrung auf die... Nein, 999. Es waren ja drei Pokémon beteiligt. Stimmt, Tsuyu. Jetzt hat er Magneton, glaube ich, drin. Da sollte ich gefahrlos auf Aiko wechseln können, denn... Elektroattacken wirken hier nicht. Und das Einzige, was er sonst hat, wirft wahrscheinlich Sonic Boom, Thunder Wave und... Ich bin schneller als Magneton? Alter, es gibt... What the fuck? Was geht mit dir ab, Aiko? Hat man dir Steroide vorhin reingetan, oder? Oh, oh, das Ding fliegt. Da wirken meine Attacken nicht, oder? Du wirst ein Flugtyp sein. Au, Aeroas. Au, One-Hit. Flug. Gut, Tsuyu, du machst das. Donnerwelle, dann ist die Sache schon so gut wie geregelt. Nein! Warum kannst du das? Das ist nicht nett. Ich finde das nicht in Ordnung. So, Donnerwelle. Aber wir haben, glaube ich, Finte noch. Wenn ich Aiko nochmal wiederbelebe, dann könnte ich es mit Finte angreifen, weil dann würde ich sicherlich treffen. Ich wollte eigentlich Donnerschlag machen. Okay, gut. Dann wird der Donnerpunch die Sache jetzt regeln. In die Knie! Ich habe nichts gesagt. In die... Warum setzt du überhaupt Elektroattacken an? Ich bin ein pures Elektro-Pokémon. Du kannst mir damit eher wenig anhaben. Hallo? Wo ich gerade dabei bin, ich habe früher gedacht, wenn ich von einer Elektroattacke getroffen werde, während ich paralysiert bin, habe ich eine höhere Chance, danach paralysiert, also dass die Paralyse wirkt und ich nicht angreifen kann, weil das irgendwie immer so war. So, Erzart. Indignation! Und es ist weg. Das haben wir doch relativ souverän gewonnen. Für den Sieg erhalten wir nicht nur den Dynamo-Orden, sondern auch 3000 Poké-Dollar. Herrlich. So, das bedeutet, ich kann jetzt Stärke benutzen und bekomme die TM34. Außerdem sind meine Pokémon schnell. Das kommt mir von Knacklion wie ich gerufen. Das ist nämlich ziemlich langsam. So, ich lasse jetzt mal, ich rufe jetzt kurz den Status. Das hatte, glaube ich, 16 auf Geschwindigkeit. Von wegen, es wird schneller, es hat immer nur eine 16. Willst du mich verarschen, alter Mann? Der lügt doch wie gedruckt. Ich gehe jetzt in die Variation und hole mir Stärke. Und es kommt auch keiner, der irgendwie nervt. Rona, ich brauche deine Hilfe, ich habe mir Pokédex geklaut. Gehen dir selber, Hunde, Heususe. So, ich hole mir Stärke. Best Daniel Flaschen. Ohoho. Ja, alles was ich fangen kann für 500, alles klar, dankeschön. Alles was du innerhalb von 500 Schritten fahren kannst, oder? Schnauze. So, wo war dieses Haus? Das ist eine gute Frage, wo bin ich das letzte Mal lang gelaufen?
Ich weiß es nämlich nicht mehr. Jo, du kleines süßes Hündchen, ich brauche dich leider nicht. Die Viecher hier drin müssen sich mal verprügeln dürfen, da könnte man voll Erfahrung sammeln. So, wo war das Haus? Irgendwo in die Richtung, glaube ich. Nein, irgendwo da entlang. Dann hier rüber und da ist das Haus. Bitte gib mir Stärke, 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 Stärke. Do you like this area? I like the safari zone much as to Zoro City. If you enter Pokemon Game in the city, if you have the Namo Badge, I'll give a gift. Oh, the Namo Badge is already cool, as I promise, here's my gift. Ja! Jetzt kommen wir viel mehr Orte erforschen. Geil. Ich habe keine Ahnung, wohin ich jetzt gehen muss, aber... Ich meine, die Arena kann ich jetzt erstmal getrost auslassen, weil ich kann so viele Sachen erzählen. Komm, wir hauen jetzt ab. Scheiß auf Safari-Zone, wir haben Stärke. So, das sollte Zickzack lernen können. Es sei denn, der Hacker stellt sich gedacht, nee, Zickzack ist viel zu schwach. Ich meine, der hat sogar rausgemacht, dass man kopflos mit Vati lernen kann. Natürlich hat er rausgenommen, dass es stärker lernen kann. Warum sollte es auch nicht rausgenommen haben? Oh Mann! Die alte Logik hat mir besser gefallen. Gut, jetzt dürfen wir es erstmal ein Pokémon aus der Box holen, das in der Lage ist, Stärke zu lernen. Ich hoffe mal, ich habe einen kleinen Stein. Auf Pichu kann ich nicht verzichten. Auch wenn es mir in dem Kampf kurz mal geholfen hat. So, Move Pokémon. Ich habe doch bestimmt irgendwas Starkes. Du, der Luxio, Lightning, du müsstest das doch bestimmt lernen können. Nein, hier, Tausch mit Dankeschön. Wenn dann nicht, dann vielleicht Phantimos. Abel, okay. So, jetzt haben wir Stärke im Gepäck. Jetzt können wir neue Orte erforschen. Ich habe noch keine Ahnung, wohin wir als nächstes gehen müssen. Aber nun, da wir Stärke haben, können wir neue Orte erschließen. Das ist wiederum sehr herrlich. Also können wir jetzt auch die Höhle durchlaufen und einen anderen Ort aufsuchen. Laut Karte könnte das... Ich schau mal kurz. Pokénerv, Karte holen. Von hier aus könnte das Malia City sein. Surfen können wir ja noch nicht, von daher kommen wir da eigentlich noch nicht hin. Auf jeden Fall können wir jetzt auch den Berg in Small Town untersuchen. Das werde ich, glaube ich, auch machen, der Neugierde halber. Aber für den Moment verabschiede ich mich. Nächsten Part schauen wir uns mal hier auf den Höhlen um und dann versuche ich herauszufinden, wo es denn weitergeht. Ich bin Rio Hayato, ich klinke mich aus. Bis dann, ciao!